Bastelzeit und heute haben wir mal wieder was vor der Nase, was hier auf dem Kanal schon mal zu sehen war, und zwar dieser Lightplacer hier. Ja, kurze Zusammenfassung aus dem letzten Video, der steht im lokalen Hackerspace und ja, ich hatte mir mal vorgenommen, das Ding so weit zu prüfen, dass es zumindest mal grob funktionsfähig ist und man damit ein paar Sachen zeigen kann. Im letzten Video hatte ich groß erklärt, was denn so eine Pick-and-Place-Maschine ist, wofür man die benutzt, und habe dann mit der Einrichtung zumindest so weit angefangen, dass man die ganzen Achsen bewegen kann, die Endschalter funktionieren, die Kalibrierung halbwegs da ist und die ganze Kiste zumindest ein bisschen Bewegung macht. Um eine Pick-and-Place richtig zu benutzen, ist allerdings noch eine sehr, sehr große To-Do-Liste eigentlich notwendig. Wie gesagt, ich habe jetzt kein direktes Projekt, von daher reicht es mir, wenn sie grob das macht, was eine Pick-and-Place machen soll. Und das wäre dann das Thema für dieses Video. Und zwar hätte ich gerne so ein paar Sachen. Nummer 1, die optische Pipeline. Denn aktuell haben wir nur die Endschalter benutzt. Das Ding hat aber ja 2 Kameras. Und damit kann man dafür sorgen, dass das Ding Objekte erkennen kann. Wie zum Beispiel einen Nullpunkt oder Platinenränder oder Ähnliches. Das wäre das Erste, was ich heute angehen möchte. Dann möchte ich den ganzen Vakuumbereich mal ausprobieren. Das heißt also tatsächlich etwas vorzugsweise automatisiert hochheben, irgendein Bauteil und wieder an einer anderen Stelle ablegen. Und last but not least der Toolchanger. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, das Ganze arbeitet mit Vakuum. Dafür ist dann unten eine kleine Nase aus Gummi, wo entsprechend ein Loch drin ist, um das Bauteil hochzuheben. Aber Bauteile sind halt unterschiedlich groß und je nachdem möchte man vielleicht ein kleineres Loch, ein größeres Loch, je nach Bauteil halt haben. Und der hier hat einen sogenannten Automatic Tool Changer. Das heißt also, hier ist ein Teil an der Seite, wo verschiedene von diesen Nasen drin sind. Und die Maschine kann automatisch, ohne dass man da selber eingreift, die Nasen da ablegen und sich eine andere wiederholen. Das wäre dann das nächste Thema. Das ist also jetzt mal so ein bisschen die To-Do-Liste für dieses Video. Gerade noch eine Anmerkung zum letzten Video. Da gab es auch teilweise so Hinweise, dass der Lightplacer eigentlich ja nichts ist, was man haben möchte. Das mag heutzutage stimmen. Das ist halt wie mit 3D-Druckern. Die Sachen entwickeln sich weiter. Heutzutage würde sich keiner mehr einen First-Generation 3D-Drucker wahrscheinlich besorgen, wo man alles selber zusammenbaut, versucht das Ding irgendwie in die Toleranzen reinzukriegen, kein Auto-Bed-Leveling hat und ähnliches. Es gibt halt inzwischen Weiterentwicklungen, aber das heißt ja nicht, dass die alten Maschinen deswegen direkt reif für die Mülltonne sind. Sie funktionieren immer noch, sie sind meistens nicht wesentlich schlechter oder besser, als es früher waren. Und viele, zumindest einfache Sachen, lassen sich damit halt erledigen. Mir geht es hier erstmal darum, Leuten zeigen zu können, hier, das ist das Prinzip von Pick and Place, so läuft das in Fabriken ab. Und dafür ist hier das Gerät mehr als ausreichend. Entsprechend bin ich halt froh, dass das seinen Weg als Spende hier in Space gefunden hat und ich die Chance habe, daran ein bisschen rumspielen zu können. Denn Pick and Place ist halt etwas, was man mehr so in der Produktion findet. Ich habe jetzt zu Hause keine Produktion, entsprechend hätte ich normalerweise sowas nie in die Finger bekommen. Aber gut, zurück zum Thema. Wir haben unsere Liste und ich würde sagen, wir fangen mit dem Video Processing an. Downlooking Camera. Bist du die Downlooking Camera? Ja. Du bist die Uplooking Camera. Okay, das ist die falsche. So, das heißt, der wäre der, der wäre der. Select, select. Downlooking, Uplooking. Okay, die richtigen Kameras haben wir schon mal. Dann müsste ich jetzt ja eigentlich für die Downlooking Camera fürs Homing was hinkriegen können. Machen wir mal hier diese Ebene. Video Processing, bingo. Hier sehen wir den Kreis, das ist der, der auf dem Board hier drauf ist. Den würde ich jetzt gerne ansteuern. Jetzt können wir hier gucken, Video Processing. Show Result. Achso, Acceptable Size, Min, Max. Eigentlich müsste er dieses nicht in Rot anzeigen, sondern in Grün. Wieso macht er kein Grün da draus? Ach, Moment mal. Wir haben noch gar keine Box. Oh, upsa. Box Size. Ja, ja, ja. Okay, wir müssen erstmal rauskriegen, wie groß das Ganze ist hier. Das heißt also, was die Kamera überhaupt sieht, wie viel Millimeter. Lineal.
Also, ich habe jetzt bei der Kamera den Haken gesetzt, dass er eine Box zeichnen soll und jo, das macht die dann jetzt auch. Wir haben also ein Quadrat im Bild. Als nächstes muss ich hingehen und auf der Höhe von der Bodenplatte ein Lineal hinlegen und dann messen, wie breit und wie hoch dieses Quadrat in der Realität ist. Die Werte, die kommen dann hier oben in die Felder für Box Size und in der Folge wird automatisch die Angabe Millimeter pro Pixel berechnet. Damit zählt die Kamera dann als kalibriert und die interne KI, die kann dann jetzt plötzlich auch Dinge messen. Das heißt also, wenn wir irgendwas vor die Kamera halten, dann weiß das Ding, okay, das ist so groß. Wenn wir jetzt schon dabei sind, machen wir das Ganze auch für die andere Kamera, die durch dieses Loch nach oben schaut. Die brauchen wir jetzt zwar erstmal nicht, aber dann haben wir es auf jeden Fall schon mal, wenn man es später mal nutzen möchte. Aber kommen wir mal zum Punkt, also zu dem auf dem Brett. Jetzt, wo hier diese optische Erkennung Dinge messen kann, da können wir auch dann hier für den Punkt eine akzeptable Größe festlegen. Der Punkt selbst, der ist etwa 5 mm im Durchmesser. Wenn wir also jetzt hier sagen, wir wollen Dinge zwischen 4 und 6 mm als passabel ansehen, dann sollte das passen. Dazu gibt es dann noch die Angabe, wie weit der maximale Abstand sein darf, zu dem, wo wir mit unserem mechanischen Nullpunkt rauskommen. Also von den Endschaltern. Und siehe da, wenn wir uns jetzt hier das Ergebnis angucken, dann ist der erkannte Kreis jetzt grün. Das heißt also, der wird als gültiger Nullpunkt da auch akzeptiert. Wenn wir jetzt hier Homing sagen, dann geht er erst auf die mechanischen Endpunkte und fährt dann auf diesen Kreis, der auf dem Brett ist. Das hat den wunderschönen Vorteil, dieser Kreis, der auf dem Brett ist, der ist halt auf dem Brett fest. So ein mechanischer Endschalter, der kann sich immer mal ein bisschen verbiegen oder sowas. Das wollen wir natürlich nicht haben. Und durch dieses optische Homing, was wir jetzt hier zusätzlich machen, haben wir dann wirklich einen fixen Punkt, den wir optisch immer an derselben Stelle anfahren und dann diese ganzen mechanischen Toleranzen am Ende wieder weg haben. Einen Punkt muss man noch beachten. In meinem Fall hier, da ist der Punkt ja ein bisschen nach rechts zur Seite. Das heißt, wenn wir den jetzt, diesen optischen Punkt, als neue Null ansehen, dann verschieben sich natürlich auch alle anderen Koordinaten, die wir später anfahren, entsprechend nach rechts. Das heißt also, eventuell muss man am Schluss die Breite in der Machine Size anpassen, sodass man durch den Versatz nicht am Ende irgendwo versehentlich gegen den Endschalter donnert. Der hält da zwar an und es sollte nichts kaputt gehen, aber man muss es ja nicht riskieren. Was jetzt noch fehlt in meinen Augen, das ist die Nozzle-Height, dass wir entsprechend wissen, wie weit wir runtergehen können. Und hier ist so ein wunderschöner Button bei Basic Setup, Start Calibration. Fangen wir doch mal an. Blablabla, 1,6 mm PCB, okay, das kriegen wir hin. Können wir den hier irgendwo fahren? Machen wir mal 20 und 20. Go. Okay. Ja, da müsste man hinkommen. So. Nozzle ist über einem PCB, dann klick Next. Okay, er fährt jetzt runter bis zum Endanschlag. So. Jog the nozzle up so that it just touches the PCB. If the nozzle doesn't touch the PCB, click Cancel. Ja, yeah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt Z hoch. Da gab es auch irgendwie Hotkeys für. Ja, er bewegt sich. Okay. Und was braucht er? Just Touches. Ja, das hier ist okay. Nozzle Height Calibration haben wir. Save All Settings. Und theoretisch müssten wir jetzt in der Lage sein, Dinge zu bewegen. Gucken wir doch einfach mal. Ach, Mist. Wir haben keine Referenz-Nozzle-Offset zur Kamera, ne? Nozzle-Setup-Start. Jog Nozzle to a point on a PCB. Okay, ich glaube, das ist jetzt der Abstand zwischen der Kamera und der Nozzle, dass wir das nutzen können. So, 5, 6 ist X. 7, 8... was sollen wir? Wir sollen die Nozzle. Okay. Das heißt, die Nozzle machen wir jetzt mal über die LED, die hier liegt. So, mal definitiv runter. Ups, das war nicht gut. So, Reset, Clear Hour, 200 zu 170 nach dem Homing. Go. So.
Ja, machen wir mal Z. Was war Z runter? Runter ist F12. Okay. Damit kann ich nämlich sinnvoller zielen. Ja, natürlich ist ein Nozzle down. Gab es hier nicht einen Haken, dass man Allow Nozzle down machen kann? Ja, hier. Allow movement with nozzle down. Yes. Jetzt kann ich auch bewegen. Das sieht gut aus. So, Nozzle up. Dann probieren wir das nochmal. Setup Video Processing. Nozzle Setup. Jog point on a PCB. Click next. Jog the camera above the same point. Then click next. Okay, das war in der Mitte von der LED. Also zielen wir das hier auch mal in die Mitte. Next. Now jog the nozzle above the up camera. Take the nozzle down, jog it to the image center and set up camera location. Okay, das kriegen wir auch hin. Das heißt, wir sollen jetzt das über das Loch hier fahren. Okay. So. Up camera set. So. Nozzle up. Nozzle down. Ja, das ist okay. Dann gibt es noch ein PCB Zero und ein Pickup. So, PCB Zero kriegen wir auch hin. Dann fahren wir nochmal auf ungefähr den 210 zu 170. Gucken mal auf die Downlooking Kamera. Suchen uns jetzt hier unser Nullpunkt. So, das hier ist Nullpunkt. PCB Set. Ach Quatsch. Nozzle to Down Cam. Das ist PCB Zero. Und last but not least brauchen wir noch die Pickup Location. Die haben wir sogar relativ gut. Das ist nämlich der, womit wir eben kalibriert haben. 207,769 zu 169. So, das müsste die Pickup Location sein. Set. So. Nozzle to Down Cam. Dann schauen wir mal, ob der geht. So, 30. Okay. Geht in die richtige Richtung. Das hier sieht gut aus. Wo sind wir? 36,6. Wenn wir jetzt das Ding uns krallen, Vakuumpumpe an, Vakuum an und hochfahren, dann müssten wir eigentlich den mitnehmen. Und Nozzle up. Yay! Ich sehe ein Ding. Wenn wir jetzt mal über die Downcam fahren. Nicht Downcam, über die Upcam. Ja, jetzt müssten wir eigentlich hier unsere Komponente sehen. Nozzle down. Jo, da ist unser Widerstand. Da hängt er. Gut, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich auch in der Lage sein, den zu drehen. Sagen wir mal auf 90, das müsste ja 90 Grad sein, hoffe ich. Und, jo, drehen geht auch. Fein. Gut, Nozzle wieder ab. Dann gucken wir mal, ob wir das hier auch ein bisschen abgesetzt bekommen. Dann gehen wir mal zu Mark 1, was auch immer das ist. Also okay, das bringt uns nicht weiter. Mark 2, dann können wir es wieder zurücklegen. Da wollen wir aber eigentlich nicht hin. Ich suche meine Platine. Haben wir da irgendetwas, was wir absetzen können in der Größe? Ich glaube, nein. Warte mal, ich habe doch hier meine Ananas. Da war doch, glaube ich, ein R drauf. Versuchen wir mal, den zu setzen. Ja, holen wir mal hier den R3. So, Nozzle to Down Cam. Okay. Wenn wir jetzt runter gehen auf, sagen wir mal so. Und wenn wir jetzt hier hingehen, Vakuum ausmachen und Nozzle abmachen, dann müsste er das Bauteil da liegen lassen. Tut er aber nicht. Gut,
Das lasse ich jetzt zählen. Das Ding klebt halt da dran, obwohl wir das Vakuum schon aus haben. Machen wir das mal wieder an, nicht, dass er runterfällt. Das heißt, ich brauche hier irgendwie was zum Kleben, dass der das nicht wieder mit hochhebt. Ich guck mal, ob ich was Klebeband oder so da habe. Tja, leider nichts Passendes. Normalerweise gehört da ein bisschen was an doppelseitigem transparenten Klebeband hin. Aber ich hoffe einfach... Oh nein! Ich habe es runterfallen lassen. Mark 2. Nee, nicht ganz. Mark 4. Ja, ich habe nichts für Kamera dahin. Mist. Hätte ich mir noch merken müssen. Oh, was ist denn jetzt los? Ah, ich kann klicken und er geht dahin. Gut zu wissen. So, Mark 5, da haben wir's. Also er hat es abgesetzt, an der richtigen Stelle hoffe ich. Pick up this. Jo, hat funktioniert. Und wenn wir jetzt auf Mark 3 gehen, place hier. Ja, es funktioniert. Er legt's ab. Hooray. Pick up this. Mark 6. Place here. Und wieder abgelegt. Bingo. Genau das habe ich eigentlich gewollt. So. Machen wir jetzt noch. Wie viel Akku haben wir noch? Noch eine Stunde. Okay. Dann probiere ich tatsächlich mal den Nozzle Change. What could possibly go wrong? So. Load. Start. Stop. Ugh. Wo ist meine Anleitung? Machen wir die mal hier per Hand weg. So. Ach, die sind sogar ein bisschen magnetisch anscheinend oder sowas. So, jetzt müssen wir first take the nozzle adapter over the first nozzle. Lower the adapter towards the nozzle. Okay, das kriegen wir, denke ich, hin. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf X, keine Ahnung, mal 5. Absolute. Dann einmal runter mit dir. So. Es könnte funktionieren. So. Das ist Start X und Start Y. Click the number 1 in the nozzle column on the load table and click Get Coordinates. Wo ist Get Coordinates? Da. Change was the Z. So, das heißt, wir müssen runter, bis das der erste O-Ring drin ist. We now take the nozzle out of the holder position. Das hier klingt gut. Da sind wir, denke ich, weit genug weg. Get coordinates. Move the adapter so the nozzle goes fully inserted. Yo. Passt das? Müsste. Get coordinates. Then take the nozzle up so that the nozzle color raises just a bit. Okay. Also hoch mit dir, get coordinates und dann raus aus dem Halter und get coordinates. Na gut, nicht schön, aber müsste funktionieren. Jetzt die Nozzle 1 unload moves, y coordinate hasn't changed, so don't change, da 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 da. Das hier ist unload, okay, get coordinates. Lower the nozzle plate so that it gently touches. Wäre hier. Get coordinates. Move the nozzle that is close to the end. Dann hoch. Get coordinates.
und go to Z0. Get coordinates. So, jetzt haben wir unser Unload auch drin. Homing, okay. Dann versuchen wir jetzt mal ein Change auf die 1. Change. Okay. Okay. Ich würde sagen, nicht schön, aber prinzipiell funktioniert's. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen stattdessen keinen mehr haben. Tut das auch. Ah, ist das schön. Gut, jetzt brauchen wir nur noch die nächste, ne? Dass wir noch eine haben. Sagen wir mal noch die vierte hier. Eins, zwei, drei, vier. Genau, die vierte hätte ich gerne noch. Denn das ist so die, die ich dann auch benutzen würde. So, okay, dann müssten wir jetzt eigentlich in der Lage sein zu sagen, okay, mach mal Change zwischen den beiden. Holen wir uns mal den ersten hier. Okay, und jetzt holen wir bitte die Insel Nummer 4. Das heißt, der legt jetzt erstmal die erste ab. Und holt sich dann die vierte. Und wir sehen auch die vierte wesentlich angenehmer. Okay, das wird. Dann können wir uns jetzt eventuell noch einen Pickup holen von dem anderen. Den würde ich gerne hochheben. So, pick up this. Nozzle not kalibriert. Ach, ja, logisch. Die Nozzle habe ich noch nicht kalibriert, die vierte. Die vierte ist Nozzle Tip. Mal gucken, ob er das so kann. Pick up this. Calibrate Nozzle. Er hat es anscheinend aber gemacht und hat jetzt was hochgehoben, was wir leider nicht mehr sehen. Ah, speichervoll. Let's try this again. So, pick up this. Hat er getan. So, wenn wir jetzt hier XY mal nochmal dahin fahren und Y jetzt mal ein bisschen, die andere Richtung, nach unten will ich. Dann wir den mal hier auf das Auge legen. So, place hier. Ja, ein bisschen gesprungen ist er, aber es ist in etwa angekommen. Das ist halt, wie gesagt, weil keine Lötpaste und so drauf ist. Das ist dann nicht so dolle. Ja, gleichen wir das mal aus. Pick up this. Jetzt müsst ihr die LED wieder hochheben. Okay. Dann gehen wir wieder auf XY. Und place hier. Jetzt müsst ihr das wieder schön ablegen. Naja, schön nicht, aber er hat's abgelegt. Es ist auf jeden Fall wieder da. Gut, Nozzle Change klappt, Dings klappt. Ich denke, damit bin ich erstmal zufrieden. Ja, da ist natürlich noch eine Menge zu tun, wenn man das Ding wirklich zum Bestücken benutzen möchte. Insbesondere halt die Pipeline. Wie kriegt man denn diese ganzen Informationen, wo die Sachen auf dem Board sind, aus zum Beispiel Keycard in das Format hierfür? Dafür gibt's aber auch Tutorials. Prinzipiell ist aber, denke ich, schon mal zu sehen, okay, das Ding funktioniert, Change funktioniert, Bewegungen funktionieren, Hochheben funktioniert. Das heißt also, prinzipiell ist die Kiste zumindest mal einsatzfähig. Gibt natürlich noch ein paar Sachen, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel, was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist hier noch ein paar Bretter drunter. Denn hier ist ja die Kamera unten drunter.
Deswegen kann man die nicht auf den Tisch aktuell auflegen, hier diese Platte. Und da muss man wahrscheinlich schon verstützen in der Mitte, dass das nicht anfängt, sich zu biegen oder solche Späße. Mal gucken. Findet man bestimmt eine Lösung für. Ansonsten, wie gesagt, das ist ein DIY-Kit. Das ist nicht vergleichbar mit einer professionellen. Ihr seht ja, hier muss man diese Streifen per Hand hier reinlegen und dann nimmt er sich die halt vom Streifen nacheinander runter. Bei einem professionellen Automaten, da ist es tatsächlich so, dass man hier so eine Rolle in sogenannten Feeder einlegt und der macht dann alles automatisch. Das heißt, der dreht das Ding, der zieht das Band raus, der macht die Plastikfolie weg und so kann man quasi die ganze Rolle leer machen, ohne dass da ein Mensch eingreifen muss. Hier, wenn das, was hier in diesem Streifen eingelegt ist, leer ist, muss man halt selber nachziehen oder halt austauschen. Aber zumindest für kleinere Projekte ist das sicher eine interessante Sache. Und es sieht natürlich sehr industriell und spaßig aus, gerade so mit dem Nozzle Change und so weiter. Was wir gesehen haben, ja mit der Originalsoftware zumindest funktioniert. Was noch so auf der To-Do-Liste ist, man müsste mal probieren, wie gut das auch mit OpenPNP läuft. Das ist eine Open-Source-Software. Die kann theoretisch hiermit arbeiten. Ich glaube, da braucht man so ein, zwei Hardware-Modifikationen. Aber dann hätte man halt den schönen Vorteil, dass man nicht mehr damit Windows kommentieren muss, weil machen wir uns nichts vor, so eine Windows-Lizenz. Aktuell haben die meisten wahrscheinlich noch eine vom Rechner, aber lange kann es nicht mehr dauern, bis dass man da auch monatlich zahlen darf, wenn man aktuelles Windows haben will. Und nein, das nur dafür, dass man eine Ansteuersoftware starten kann. Ich weiß ja nicht. Von Sicherheit mal ganz abgesehen. So oder so. Das hier sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Und ansonsten, ja gut, muss dann hier die Elektronik natürlich noch irgendwie einen Kasten drum bauen, berührgeschützt und so weiter und ja, elektrisch sicher. Gut, sagen wir es mal so, das Netzteil ist ein Meanwell, da habe ich jetzt keine großen Bedenken und alles dahinter. Das ist ja Schutzkleinspannung, das ist nicht ganz so tragisch. Aber prinzipiell würde ich sagen, das Ding bewegt sich. Das Ding kann man benutzen, um so ein paar Sachen hochzuheben und wieder runterzumachen. Ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Dann hat man da ein schönes Demonstrationsobjekt, womit man zeigen kann, ja, sowas gibt's auch. Sowas kann man auch selber basteln. Und so werden dann die Platinen in professionelleren Settings fast gefertigt. Oder anders gesagt, das Ding hier tut fürs Erste wieder, was es soll.